Da unten. 85. Liegt direkt an der Oberfläche. Das würde ich jetzt gar nicht als so uninteressant einstufen. Ja, natürlich werde ich hier weitersuchen, das ist ja klar. Ach, das ist eine Silbermütze. Nein. So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor. Wir befinden uns heute hier auf einer extrem historischen Fläche, denn ich habe in den vorherigen Videos hier schon eine alte germanische Fibel gefunden, also eine Gewandnadel, die 2000 Jahre alt ist. Und würde mich natürlich auch mit Daumen nach oben freuen, wenn es dir dann gefällt. Also los geht's, mal gucken, was wir heute finden. Ich schnapp euch mal ganz kurz hier die Kamera, den Spaten. Und dann gehen wir zusammen nämlich hier suchen. Im letzten Video haben wir hier noch was gefunden. Die ganze Umgebung ist wirklich extrem interessant. Da hinten könnt ihr die Bäume sehen. Da, ja, 2 Meter davon entfernt lag diese Gewandnadel, wo man manchmal einfach bei einem Hobby sich so denkt. Das ist total irre, dass es wirklich hier so etwas Altes dann hier liegt. Und ja, natürlich werde ich hier weitersuchen, das ist ja klar. Deshalb, und vielleicht haben wir Glück und wir finden noch etwas aus dieser Zeit. Und wenn nicht, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein gutes Ergebnis erzielen können. In kurzer Zeit. Und dann werden wir nämlich auf die nächste Fläche hier gehen. Oh, guck mal. Ja, 88, 87, erste Signal in dieser Folge. Eisen liegt wieder daneben. Das haben wir hier viel. Macht aber gar nichts. Oh ja, da kommt es direkt reingekracht vom Signal. Mal schauen. Zack. Aha. Einmal eine Tube. Schauen wir mal, ob wir hier schon wirklich das gefunden haben. Oder ob da noch was anderes mit dem Loch liegt. Das kommt ganz oft vor. Schauen wir mal. Hier noch einen großen Detektor darüber. Wetter ist, ja, guck mal, da ist das Eisenobjekt ist hier auch, oder? Müsste eigentlich auch das Eisenobjekt noch liegen. Mal schauen. Da siehst du, da ist der Eisennagel. So, und das kann natürlich dann vorkommen, dass du nur nicht so viel Ahnung hast, dass du denkst, oh, da ist Eisen. Das grabe ich jetzt nicht aus. Ich diskriminiere Eisen komplett aus und das könnte natürlich dann auch ein Problem damit sich ziehen, weil es dann nicht angezeigt wird. Weil es nicht sofort erkannt wird. Deshalb nicht Eisen komplett ausdiskriminieren, wäre nicht intelligent. So, machen wir hier mal wieder schön zu. Und dann geht's weiter. Liegt direkt an der Oberfläche. Laut Metalldetektor müssen wir gar nicht großartig graben. Ja. Haben wir schon. Stück Besteckteil, Löffel oder Gabel. Ich weiß es nicht. Solche Sachen könnten auch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Auch schon ein paar Mal gefunden. Ist manchmal recht. Wegen dieser mittleren Linie da. Das wäre jetzt eine Idee. Keine weiteren Hinweise darauf. Gut, weiter geht's. Zacki, zacki. Nehmt euch beim nächsten Signal dann direkt wieder mit. Und wir graben einfach alles aus, ja? Also hier wird einfach alles gezeigt, was kommt. Pfund nach Pfund. Und schauen wir mal, ne? Wir brauchen halt einfach auch Glück. Schönes Signal, mal ein bisschen anders. Um die 50, 58. Du brauchst Glück bei dem Hobby. Ah, eine historische Abziehlasche von der Dose. Und primär findest du Müll. Aber wir gucken mal, ne? Guck mal, hier, gutes Signal, Abziehlasche, Dose. Und ein paar Meter weiter liegt 2000 Jahre alte Gewandnadel. Na, so ist es halt. Zack. Machen wir alles schön zu. Schauen wir mal vorbei, oder? Hier bei dem Bereich, wo die alten Sachen, das alte Relikt lag. Also das war echt krass. Ich habe das ausgegraben. Der Moment, der war echt unglaublich. Wenn du das nicht gesehen hast, dann das musst du nachholen. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Moment. Na, siehst du schon, oder? Ja. Aber ob es das jetzt ist? Warte mal. Hier liegt irgendwie dann doch noch ein Signal. Nein, ist nichts. Ist nicht. Das war es. Und das andere ist ein Eisenteil. 85. Ja, guck mal. Das haben wir jetzt einfach wieder. Einfach wieder mal ein alter Deckel. Da fällt sogar der Detektor um. Ja, wie viel du graben musst, ne? Und wie viel du eigentlich Glück haben musst. Das ist unglaublich. Und hier mal der Unterschied, wie der Pinpointer aussieht, wenn du deine Schutzkappe trägst. Na? Das macht schon was aus. Wie neu da drunter. Unter Zubehör beim Detektoren-shop.de. Super Sache. Weiter geht's. Nochmal ein 70er. Beim Querlaufen hier entdeckt. Hier oben auf der Anhöhe ist wirklich am besten bisher. Verstehe ich aber auch, weil du hier einen guten Blick hast. So, schauen wir mal. Wo es sein kann. Na?
Hier an der Seite. Wieder ein Stimmblättchen von einer Mundharmonika. Ja, aber der Platz ist schön, so zum Sitzen. Mal ein bisschen außerhalb von der Stadt. Nicht weit. Das ist schon gut. Also, man merkt immer wieder, dass so die örtliche Lage ganz viel mitspielt. Ich zeig euch das mal. Ihr müsst euch vorstellen, hier hinten ist so das Stadtzentrum. Und wenn man halt da mal ein bisschen rauskommt, irgendwie in die Natur sitzt, wer weiß. Hier ist so eine Anhöhe, kannst du schön gucken. Wer weiß, wie es damals ausgesehen hat. Verstehe ich das sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten. Ja, Leute, Akku mal wieder leer. Ich habe mir mittlerweile, glaube ich, 5 Stück geholt. Damit ich hier meine Suchvorgänge auf jeden Fall durchfilmen kann. Das ist der Knopf und kommt hier schön mit dazu. Ja, Mann. Gold von Silberfund wäre auch nochmal super hier. Also, die Fläche, die zeigt hier ein bisschen, die kann was, ne? Kann was. Weiter geht's. Alles an Equipment habe ich vom dedekore-shop.de. Da findet ihr Top-Zubehör zu Top-Preisen. Teilweise auch wirklich sehr gute Sale-Angebote oder Vorführgeräte im neuwertigen Zustand. Volle Garantie. Auch mein ganzes Equipment an Zubehör findet ihr dort. Das ist wirklich 1A. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Start hier mit meinem Deus 2 und der tiefen Suchspule heute. Um die 78. Klingt sehr schön, tief aber im Boden drin. Das bedeutet, ich kann hier einmal richtig schön tief reinstechen. Der erste Stich war gut. Ich sehe auch schon etwas. Es schimmert irgendwie so ein bisschen grün. Was es nun ist, I don't know. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal mit einer Nahaufnahme direkt. Das passt auf jeden Fall. So. Finde ich immer interessant, von der Nähe das zu sehen. Da, guck mal. Was ist das? Zuerst dachte ich, eine Münze, aber es wird eine Unterlegscheibe sein. Schade. Ja, und dann auch noch so schön grün. Okay. Ja, hier habt ihr es. Also nichts Besonderes, Unterlegscheibe. Aber der Detektor macht das gut. Obwohl ich noch nicht mal sagen würde, unbedingt Unterlegscheibe. Weil das Loch ist irgendwie nicht so typisch. Warte mal. Na, das würde ich jetzt gar nicht als so uninteressant einstufen, weil es jetzt auch so schön grün ist. Warte mal, guck mal hier. Ich finde, die Form des Loches ist jetzt nicht vom Durchmesser, also vom Radius her, gleich, sondern ein bisschen eher dann gestanzt aus. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr eine Ahnung. Kann ja sein, dass ich da gar nicht so falsch davor bin. Also ich würde das jetzt gar nicht als Müll betiteln. Und auch, ist auch keine Unterlegscheibe. Mal gucken, was ihr sagt. Man weiß es ja nie, ne? Ab ins Coinpad damit. Vielleicht habe ich hier ein, zwei Spezialisten noch mit dabei, die zugucken und da vielleicht das bestätigen, was ich halt gesagt habe. Man weiß aber nicht. Das sind so die Sachen, die ich schon davor alle so gefunden habe. Viele andere Sachen habe ich schon ja erstmal zu Hause deponiert, weil ich einfach nicht mehr so viel Platz habe in der Tasche. Gehen wir weiter. Signal war sehr gut. Aber wenn wir hier durch sind, da kommt eine neue große Fläche. Da bin ich mal sehr gespannt. So, weiter geht's. 78 hier auf unserem ja, Germanenfeld. Unglaublich, oder? Das ist Geschichte. Okay. Nächster, Leute. Einfach mal wieder überraschen lassen. Aha, da, ich sehe was. Oh. Ein Ring. Aber nicht, wo ich jetzt sage, dass jetzt. Also der Ring sieht schön aus, aber ich kann jetzt nichts weiter dazu sagen, außer dass es ein Ring ist. Ja, auch mal so ein Zwischenfazit hier in diesem Video. Also super tolle Fläche. Bin sehr gespannt, wie die andere Fläche wird, weil da haben wir eine leichte Erhöhung. Da ja, erwarte ich auch vieles. Bin aber mal gespannt. Ich war damals schon einmal dort suchen, aber mit einem günstigen Detektor. Und ja, ne, das kann gut sein, dass ich da ganz viel überlaufen habe. Und dabei ich halt auch noch im Handling nicht so gut war. Also deshalb bleibt mal schön am Ball, da bin ich sehr gespannt. Weil hier haben wir jetzt schon so ein bisschen abgesucht. Aber ich würde sagen, wir sind erst so bei 30%. Also hier können wir noch ein bisschen. Los geht's. Beziehungsweise weiter. Wir machen hier erstmal wieder zu. Ne, vom letzten Fund. Suchen und suchen und suchen. Mit der Hoffnung auf den, ja, den ganz großen Fund hatten wir eigentlich schon. Wenn ich ehrlich bin, besser kann es nicht werden. Also. Das kann ich mir nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Ah, guck mal, hier war ich doch irgendwie schon.
Weißt du was? Ich mache jetzt einen. Ich glaube quer. Ich mache jetzt einfach mal komplett quer, weil ich auf die nächste Fläche möchte und werde jetzt einfach mal komplett quer laufen. Hier war noch nie jemand suchen, ey. Das ist einfach geil. Okay. Was ist denn hier los? Guck mal. Guck mal, der wächst hier. Hier müssen wir gleich wieder einbuddeln. Das ist ja geil. Das ist ja ein Ding. Den nehmen wir mit. Der muss gedeihen. Das wird ein Baum. Mal gucken. Da unten. Oder doch eine Dose. Ey, da. Eisenteil. Ich bin der Meinung, das wird es nicht sein. Der Ton war nämlich nicht so gut. Okay, doch, wird es wohl doch sein. Ja, der Ton war ein bisschen komisch. Na gut. Müssen wir akzeptieren. Jetzt werde ich erstmal das Bäumchen hier einpflanzen. Nächster Fund, Leute. Auch hier wurde mit der Schrotflinte gerne mal geschossen. Ah, ja, so Überrest davon, ne? Auch immer ein gutes Signal, was die von sich geben. Wir gucken mal weiter. So, Leute, die jetzt hier schon ein bisschen länger mitgeguckt haben, wissen, dass hier vorne ein Weg ist. Ich probiere es mal ganz kurz diesen unteren Bereich hier mal aus mit euch zusammen. Um mal ganz schnell zu gucken, wie kommen denn hier so die Funde dann doch. Und zwar nach und nach, was denn da so los ist. Was haben wir hier? Sieht für mich aus wie so ein... Na, ist das nur Stein jetzt? Oh, ich glaube, ich habe mich vertan. Ich dachte, das sei ein größeres Eisenobjekt jetzt hier. Aha. Ja, okay, guck. Eine Münze. Aber extrem. Extrem vergammelt. Da gucken wir später mal. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein Grosche. Aluminium. Okay, aber jetzt gehen wir hier mal nochmal ein Stückchen. Aber ich möchte ja auch wissen, ob hier nicht auch irgendwie was Gutes ist. Weil hier wird es eher so sein, so scheint es. Hier ist auch sehr viel mit, dass hier das so feucht ist und schlammig. Nicht so angenehm zum Graben. Aber wir gucken trotzdem mal, was denn hier so liegt. Na, guck hier. Ist alles Schrott. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Weil hier... ist ein kleiner Flussverlauf und hier liegen extrem viele Sachen, wie ihr hier mitbekommen könnt. Und da müssen wir doch auch mal gucken, oder? Nur weil es hier anstrengend ist, heißt das lange nicht, dass wir uns da komplett von abschrecken lassen. Boah, was? Irgendwie so ein Müllrest hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Da drüben, da würde ich eher suchen gehen. Vielleicht ergibt sich ja hier auch ein cooler Zufallsfund. Ja, ich glaube, ich sehe es schon, Leute. Auch wieder nur Schrott. Ja, ich muss auf die andere Seite gehen, damit es besser ist. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Das klang schon so richtig nach Dose hier, ey. Schade. So, meine Freunde, wir haben hier schon wieder einen Fund. Natürlich habe ich hier gerade eben ausgegraben, als ich einfach die Kamera nicht angemacht habe. Weil ich eh gerade einen Akku wechseln musste. Und dann kam plötzlich hier das hier raus. Was Rundes. Und da habe ich noch nicht weiter geguckt. Das mache ich nämlich jetzt mit euch in Echtzeit. Und zwar werde ich hier nämlich jetzt einmal mit einer Aufnahme rangehen. Und schauen wir mal, was wir da finden. Gucken wir mal rein. So. Dann ist... Ich habe noch keine Ahnung. Es sieht rund aus. Rund ist immer gut. Mal gucken. Gib da mal ein bisschen mehr Gas auf dem Teil. Mal schauen. Ich bin ehrlich, also keine Ahnung. Ich glaube, das wird Silber sein, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe noch keinen Schimmer, was. Doch, das ist eine Silbermünze. Geil. Das ist eine Silbermünze als Knopf oder so.
ummodelliert. Ich kann hier auch wieder was drauf erkennen, aber nur ganz schwach. Also die ist extrem verkrustet. Ich kann es nicht sagen. Es ist spannend. Oh, Leute. Was soll das denn jetzt hier? Ja, mega hart verkrustet. Ich glaube, das ist eine Silbermünze, die umfunktioniert wurde auf einen Knopf, also einen Münzknopf. Aber ich kann es euch jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, Leute. Ich zeige es euch nochmal in der Aufnahme. Dann wisst ihr, was ich meine. Wo das Problem liegt. Ja, habt ihr es nochmal. Zück. Da ist nämlich die 10 drauf zu erkennen. Mit der Krone. Und die Art und Weise erinnert stark an eine Silbermünze. So von 1800 irgendwas. Da haben wir hier die andere Seite. Und hier haben wir auch ein paar Initialien, aber es ist halt wirklich schwierig. Ja, okay, aber da habt ihr es auf jeden Fall. Nochmal eine coole Münze hier auf dieser Fläche. Super Sache. Okay. Tipptopp. Wunderbar. 10 irgendwas in Silber. So, Freunde, jetzt haben wir hier einmal die Münze. Guckt euch das an. Das ist so unglaublich toll, denn diese Münze ist was ganz Besonderes. Warum ist sie was ganz Besonderes? Vielleicht, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass sich dort tatsächlich ein altes Gefangenenlager für russische Kriegsgefangene befunden hat. Und zwar das größte im Ersten Weltkrieg. Und das hier, man kann es leicht, leider, wirklich leider nur leicht erkennen. Das sind 10 Kopeken. Die Jahreszahl kann man nicht genau sehen, aber es könnte durchaus von 1917 stammen. Ich blende euch nochmal das Bild ein, wie sie im Original aussehen würde. Also der Zustand ist nicht so gut, und weil hier irgendwie was dran befestigt ist, und zwar scheint das ganz bewusst so zu sein, vielleicht wirklich so eine Art Münzknopf oder so eine Art, gehe ich davon aus, dass das hier tatsächlich auch aus diesem Kriegsgefangenenlager stammt, was ich da ganz in der Nähe befunden hatte. Ich weiß jetzt mittlerweile, wo das ist, und ich hole mir dafür auch die Genehmigung. Ich denke, das wird super spannend. Und deshalb, also wir können mal sehen, was ich hier alles auf dieser Fläche in kurzer Zeit eigentlich gefunden habe. Es ist wirklich unglaublich schön. 2 Silbermünzen, eine germanische Gewandnadel, russischer Militärknopf, und ja, das ist wirklich echt toll. Also ich zeige euch das hier nochmal. Ganz kurz hier auf diesem Coinpad von uns. Zack, ich gehe mal ganz kurz ran, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen könnt. Es ist wirklich nicht mehr viel zu erkennen, außer hier halt sehr, groß, gut zu sehen, einfach diese Befestigung hier. Da oben sieht man ganz leicht die 10, aber das ist wirklich nicht gut. Ich habe da noch mal ein bisschen versucht, aber die ist einfach durch. Das ist aber egal, weil ich habe solche Münze noch nie gefunden, und es ist wirklich super gut. Was mir jetzt aber auch wichtig ist, wir werden auf dieser Fläche weitersuchen, das ist ja klar. Aber es ist so, dass ich jetzt schon länger mit dem Minelab Manticore laufe, und weil das hier immer auch in einer gewissen Reihenfolge auch sein soll, möchte ich halt jetzt einfach jetzt erstmal als nächstes Video dann bringen, wie ich mit dem Minelab Manticore starte, zu suchen. Da könnt ihr dann mit dabei sein. Und dann übergebe ich den nämlich an Heiko, den Sondengänger. Und dann werden wir wieder zurück auf diese Fläche kommen. Ich möchte euch jetzt nochmal kurz vorab schon mal sagen, das hier ist so ein eigenes Design für dieses Jahr, zum Ende des Jahres. Das wird es auch nur geben, dann ab jetzt, wenn ihr das sehen werdet. Wenn ihr einen Metalldetektor bestellt, wird das immer gratis mit dabei sein. Also immer bei einem Metalldetektor, oder wenn ihr halt dann bestellt und dann einfach im Beschreibungsfeld einfach Coinpad glitzernd eingibt, dann ist das immer gratis mit dabei. Es ist einfach jetzt so eine Special Edition, die möchte ich mal rausbringen. Man kann das hier sehen, da ist auch das Logo mit drin, und es ist halt einfach in so einem dezent Schwarz. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr cool geworden, wie ich finde. Der Verschluss ist auch echt perfekt, und auch wenn ihr hier drin mal guckt, ist richtig schön geworden in dem grauen Schaumstoff hier, so Anthrazit, das sieht richtig hübsch aus. Und hier habt ihr nochmal die Skalierung dann in jedem Coinpad mit drin, einfach nochmal so als Dankeschön, ne? Könnt ihr hier rauflegen, und dann seht ihr einfach, wie groß dann auch euer Fund ist. Das bedeutet, wenn ihr was fotografiert, hat dann der andere schon direkt eine Einschätzung, wie groß das eigentlich ist.
Ja, wenn ihr irgendwas benötigt, gerne hier beim detektoren-shop.de vorbeischauen. Hier oben steht ja auch Testsieger. Wir haben eine Kategorie Testsieger. Das bedeutet, für jedes Budget ist was mit dabei. Einsteiger, Mittelklasse und auch ja, Sale-Angebote. Deshalb schaut da immer gerne vorbei. Ich freue mich jetzt dann, euch die Videos mit dem Meinet Matticore zu zeigen. Es ist wirklich ein super tolles Gerät und das benötigt aber Zeit, um es erstmal kennenzulernen. Und ja, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Also es bleibt auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend hier auf dieser Fläche. Ich werde dann natürlich auch weitersuchen. Silbermünze, 10 Kopeken. Ja, man sieht hier, der Rost, der greift immer die Münze wieder an. Aber ich möchte das Element natürlich so dran lassen, weil es einfach so besonders ist. Und durch Zufall mal wieder eine ganz besondere Geschichte dann eigentlich dann zu entdecken, ist natürlich grandios. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. So muss man sagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, wenn euch mehr interessiert, ja, die Geschichte, Metalldetektoren und so weiter. Wenn ihr nur Tutorial-Videos bzw. noch ein bisschen mehr ins Detail möchtet, dann geht einfach mal auf den YouTube-Kanal vom Detektoren-Shop. Ne? Genauso wie hier geschrieben. Und da gibt es immer Hilfestellungen, Tutorial-Videos, wie finde ich das, wie löse ich das Problem. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten und ich bin gespannt, was ihr zu diesen ganzen Funden sagt. Bis dann.